Inwieweit können Sie das umsetzen, dass Fehler, die 2015, 2016 in der Flüchtlingskrise gemacht wurden, nicht 2022 wieder gemacht wurden? Seither haben wir viele Erkenntnisse gewonnen und setzen diese gemeinsam mit unseren europäischen Partnern um. In der Zwischenzeit hat es in der ausländerrechtlichen Entwicklung einen Paradigmenwechsel gegeben. Das war jetzt die Antwort auf meine Frage, nicht ernst, oder? Da hätte ich mir doch jetzt erwartet, dass Sie konkrete Antworten geben und sagen, das und das und das wird nicht mehr passieren. Jetzt allgemein zu sagen, wir haben uns europäisch irgendwie in den Stuhlkreis gesetzt und sowas wird nicht mehr passieren, ist also mehr als eine Nicht-Antwort. Gleichwohl frage ich mal nach, also auf Seite 138 des Koalitionsvertrages findet man beispielsweise jetzt völlig enthemmte, völlig erleichterte Einreisebedingungen. Derjenige, der zu uns kommt, braucht gar keinen Pass mehr vorzuweisen, braucht keine Papiere mehr vorzuweisen. Es reicht die eidesstattliche Versicherung, aus irgendeinem Land zu kommen, dann wird dem schon irgendwie geglaubt. Meinen Sie, dass das ein Aspekt ist, um die Fehler von 2015 zu 2016 nicht wiederholen zu lassen? Und Sie haben das jetzt völlig aus dem Zusammenhang gerissen und stellen das so dar, als ob hier jemand in Deutschland ohne nach Deutschland einreisen könnte, ohne irgendwie einen Pass zeigen zu müssen. Ja, aber genauso wie Sie es jetzt dargestellt haben, ich weiß nicht, wo Sie leben, geschieht das tausendfach am Tag, millionenfach in den letzten Jahren ist es passiert, dass Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, entweder einen, gar keinen oder viele Pässe vorgelegt haben und dann je nach, wie sie wollten, nach Gusto ihre Identität geändert haben. Und jetzt vereinfachen Sie es noch und sagen, uns reicht die eidesstattliche Versicherung, dass sie irgendwo herkommen. Also ich finde, das vielleicht setzen Sie sich damit den Realitäten noch mal ein bisschen auseinander.